Recht herzlich willkommen zur 11. Folge vom Corbo Space Programm. Da sind wir wieder drinne und wir schauen mal nach. Der eine hatte geschrieben, dass wir hier eigentlich ein Flugzeug bauen sollten, aber ich glaube, wir haben gar nicht genug Baumaterial dafür. Da können wir gerade mal kurz reingucken. Wir haben zwar hier ein Cockpit, aber ich glaube, dafür reicht es für die anderen Dinge nicht. Wir könnten da sicherlich Treibstoff und Triebwerke haben wir in dem Sinne, aber wie sollen wir denn das Ding fahren lassen, landen lassen, starten lassen, waagerecht? Ne, da fehlen uns irgendwie noch die Räder momentan. Ne, deswegen können wir da leider noch nicht etwas machen. Gut, haben wir das auch geklärt. Und dann sollten wir mal gerade in die Forschungsabteilung gucken, ob wir da vielleicht was ändern können. Es kann ja sein, dass wir jetzt irgendwie welche Räder holen können. Dann könnte man ja rein theoretisch sowas machen. Wir haben 42,6 Forschungspunkte, sehe ich nämlich gerade. Aber wir haben ja auch gewisse Ziele, die wir haben wollen. Und das sind hier die 45 wegen der Batterie. Das ist nämlich so eine ganz wichtige Geschichte, die wir haben müssen. Sehe ich jetzt mal so. Deswegen sollten wir vielleicht dort noch warten. Was ist das denn hier? Small Inline Reaction Wheel. Und hier haben wir halt Decoupler, Radialdecoupler wäre natürlich auch wichtig. Und dort haben wir Triebwerk, Solid Fuel Booster. Ah, das ist der große. Der ist natürlich auch nicht schlecht dann. Ein größerer Tank. Nose Cup. Cone. Nicht Cup, Cone. Winglet und hier ist der Radialdecoupler. Der wäre hier aus dem Paket das Wichtige. Hier ist der große Tank im Prinzip das Wichtige oder auch der kleinere, etwas größere hier. Hier ist Inline Cockpit, ein Reaction Wheel und ein Winglet. Aber hier ist eigentlich das Entscheidende, ne? Dieses hier, das ist unsere Batterie. Die wollen wir schon haben und die ist auch relativ wichtig. Thermometer für Forschungszwecken ist auch klar. Ja, gut. Das funktioniert nicht, da fehlen uns noch ein paar Punkte. Hier sind auch noch ein paar Ziele zu meistern. Ja. Upper Atmosphäre, da müssen wir auch noch Forschung machen. Dann müssten wir eigentlich zusehen, dass wir so ein Teil mit anbauen und das da oben mal öffnen, ne? Launchpad. Gibt's immer noch welche Möglichkeiten? Near Space Kerbin. Gut. Ja, Technologie ist klar, da gibt's reichlich zu machen. Gehen wir zurück. Und dann würde ich sagen, brauchen wir ein paar Aufträge, ne? Also das erste ist ja das gleiche, was wir gerade schon hatten. Und ich gehe fast von auf, dass wir nur einen suborbitalen Flug machen müssen. Und dann würde das rein funktionieren. Vielleicht haben wir auch eine Destination, wo wir hin müssen. Aber das muss nicht sein. Hier müssen wir mehrere Sachen ja gleichzeitig machen. Aber das ist bei beiden identisch, also ist es eigentlich auch nicht so schwer. Aber dafür müssen wir irgendwie eine größere Kapazität haben, um die da hochzubringen. Hier sieht es genauso aus. Ja, was haben wir hier für eine Aufgabe? Da haben wir so eine Area, da müssen wir dann dahin fliegen. Und hier. Da müssen wir den testen hier, ein Gerät testen. Launch Site complete. Kerbin, ja, auf Kerbin, das ganze Launch Site. Also, das müssen wir, glaube ich, noch nicht mal los für starten, dass wir das. Muss einfach nur hingestellt werden. Und hier. Parachute. Und der in einer gewissen Höhe, bei einer gewissen Geschwindigkeit muss der geöffnet werden. Und hier haben wir noch einen.
Solid Fuel Booster, Kerbin Flying und ist klar. So, aber ich würde jetzt ganz einfach diesen nochmal annehmen, weil wenn das das gleiche ist wie das andere, ist das ja nicht so schwer. Zwei Touristen ist dann schon wieder schwer. Ja, das wäre ein Ziel, was wir dann haben. Ja, Solid Fuel Booster. BACC Samba. Den hätten wir dann auch zur Verfügung. Lass uns mal gerade gucken, welcher das wäre. Dafür müssen wir hier rein. Und war der hier? Ist der das? Ah, der wäre das. Das wäre der große. Zum Testen. Ja, da wäre man recht flott mit oben mit so einem Ding zum Testen, ne? Ne, da sind wir jetzt verkehrt. Da waren wir nämlich gerade. Wir wollten wenn dahin. So, da müssen wir nochmal gucken. Launch Site. Wir bräuchten nur da stehen und dann haben wir den getestet. Dann könnten wir den eigentlich mitnehmen. Müssen wir zwar nur noch eine Rakete machen, ist aber glaube ich nicht schlimm. Nehmen wir auch mit. Gut, und dann bauen wir sie schon. Ich glaube, dann können wir definitiv die Rakete gerade einmal umbauen. Das war diese, ja. Die laden wir erstmal. Und ich glaube, wir können dann diese hier unten alle drei wegnehmen. Stopp, das ist verkehrt. Das wegnehmen und holen uns dann den großen zum Testen da rein, ne? Da sind wir mal gerade ein bisschen höher, sonst kriegen wir hier gar nicht da drunter, ne? Geht immer noch nicht. Oh, ganz schön hoch, das Teil. Moa. Kann das sein, dass wir dann vielleicht noch den anderen Feststofftank auch noch weglassen könnten, diesen hier. Ich glaube schon fast ja, oder? 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 Schwierig, ne? Das kostet uns im Moment, das haben wir. Was ich noch gerne machen würde, diese Gu-Kanister mitnehmen. Wo sind sie denn jetzt? Was ist das? Landing Strut? Ne. Da nehmen wir mal zwei von mit. Komm mal. Machen wir mal da dran, ne? Da können wir nämlich in der oberen Atmosphäre und im nahen Bereich die mal öffnen und dann noch ein paar Sachen einsammeln, oder? Dafür brauchen wir natürlich auch noch eine Antenne, aber ja, dafür wäre natürlich auch noch wichtig, die, sag schon, die Batterien, ne? Super. So, jetzt wäre zu überlegen. Sind das 1, 2, 3, oder? Ich glaube, das muss so bleiben. So, das müssen wir namentlich natürlich ändern. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt, der hier drauf ist. Können wir vielleicht das hier sehen? Kirfrot. Kirfrots Rocket. Kier. Rocket. Passt. Safe. Gut. Dann können wir hier rausgehen.
auf das Launchpad. Ich hoffe, wir haben das Gewicht nicht überschritten, sonst müssen wir hier ausbauen. Aber das, denke ich, wäre auch nicht das Problem, oder? Autosave Chip will ich nicht. Ich möchte dieses haben. Und Kiefrot muss mit. Gut. Wissenschaftler, Ingenieur, Pilot, Pilot. So, dahin. Dann kurz auf die Karte geschaut, dass wir das richtig einlochen. Das ging. Einmal da drehen, bis wir da an der richtigen Stelle sind. Zoomen wir rein. Und das passt auch. Und, ach, hier haben wir noch einen Fehler, oder? Ne, doch noch nicht mal. Passt sogar. Passend gebaut. Sollte funktionieren eigentlich. SAS an. Ich weiß nicht, ob der ein Ziel hat, aber erstmal Orbit, oder? So. Ja, da gibt's jetzt leider nichts. Aber irgendwie. Ja, es macht nichts. Oder? Vielleicht beim Starten, wenn wir wirklich loslegen, vielleicht passiert's dann. Gut. Müssen wir mal gucken. So, ich denke, wir können dann loslegen. So, 3, 2, 1, go. Ja, da passiert nur wirklich nichts. Passiert jetzt irgendwie was? Nö. Gut, wir kommen relativ schlecht hoch, wie man gerade merkt. Sollten hier den Navball aufmachen und mal gucken, dass wir in diese Richtung kommen. Aber das will er auch nicht so richtig. Wie, die Rakete ist schon leer. Okay, dann ist das ja so gut wie gar nicht zu gebrauchen, ne? Oder? Viel zu schwer, das Ding wahrscheinlich. Okay. Oh, das wird schwierig, dann da hochzukommen. Aber wir machen es natürlich. So. Orbit kriegen wir wohl hin. Sieht gut aus. Gut, das war's schon. In dem Sinne, wir kommen auf jeden Fall auf einen Orbit. Ich weiß nicht, wo unser Ziel liegt. Das haben wir schon geschafft, gut. Und Suborbital Flight on Kerbin. Werden wohl auch hinkriegen. Und haben wir jetzt hier eine Möglichkeit? Ah, da sind ein paar Prozent jetzt. Transmit Data, würde ich sagen, ne? Hat geklappt. Jetzt sind wir im Orbit gerade. Jetzt sollten wir gerade den zweiten anmachen. Und der hat aber nichts dabei. Da muss man doch auch hier so ein paar Daten sammeln können, meine Güte. Spröde zu sein, super. Der ist jetzt aus. Das ist ein Vor. Zurücksetzen.
99.000 waren das, unser Ziel, höchster Punkt. 97. Tja. Geht noch höher. Und gleich oben. So, 99.000. So, jetzt 9. So, da haben wir jetzt noch Daten aufnehmen können, die aber nicht. Gut, egal. Crew Report gibt es hier noch. Statusbericht da. Statusbericht auch da. Geht aber nicht. Toller Spruch. Eventuell solltest du aussteigen und schieben. Ja, dann. Gut. Ich glaube, wir können dann nochmal das untere Teil absprengen. Brauchen wir sowieso nicht. Und der Rest sollte dann langsam runterkommen, ne? Ja, erfolgreich war die Mission definitiv schon mal. Das ist doch schon mal schön. Jagen wir mal ein bisschen schneller voran, denke ich. So, da sind wir wieder in der Atmosphäre. Keep Data. Reset-Experiment. Gibt's da was zu holen jetzt? Nein. Also Recover gibt schon irgendwas. Ja, schön, wenn man hier irgendwie was sehen könnte, wie viel Prozent das dann gibt oder sowas, aber naja, ist halt so, ne? So, jetzt vielleicht, ha? Das ist, glaube ich, der andere. Oh, da unten ist irgendwie so schnell das Land zu sehen. Aha. Ich glaube, ist ziemlich dunkel. Vielleicht war das gar nicht verkehrt, gerade den Fallschirm da rauszumachen. Ja, guck mal, es ist, ja, oh, das wäre aber böse, wäre das geworden. Das Gebirge ist doch relativ hoch hier wohl. Naja, gut. Statusbericht. Da. Keine Ahnung. Kriegen wir da noch was hin? Oder da? Der geht noch. Oh, jetzt geht die Reise raus. Oder? Ne, bleibt liegen. Glück gehabt. Nochmal. Ah, da haben wir jetzt Prozente gekriegt. Gut. Keep Data. Der geht nicht mehr. Hier fordern wir noch einen Statusbericht an. Ja, wir haben doch hier. Naja, aber ist okay, alles prima. Recover. Machen wir sie wieder. 3 Punkte. Ich glaube, das reicht für die Batterie, oder? Das wäre natürlich jetzt super cool. Dann wäre die Mission super erfolgreich gewesen. 3 und das sind dann 47. Wunderbar. Gut. Geld haben wir auch gekriegt.
Und die beiden Crewmember sind auch glücklich. Ah, der hat sogar einen Erfahrungspunkt gekriegt, den wir nicht zu unserer Truppe zählen. Gut, okay. Dann würde ich sagen, soll es für die Runde erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.